Aufzeichnung läuft. Passt soweit, ja. Sehr schön, okay. Herzlich willkommen alle zusammen, die Gegner hier beim Social Media Magnet Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar ja den Marcel Schlee. Marcel Schlee selber sollte hoffentlich vielen von euch ein Begriff sein. Wenn nicht, dann solltet ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, weil er gehört zu den absolut besten und erfahrensten Direktmarketern hier im deutschsprachigen Raum und zählte auch mit zu den Umsatzstärksten dazu, wo es sich rund ums Thema Vertrieb, Online-Marketing und Consulting dreht. Und ich will gar nicht zu viel vorweg verraten. Ich bin mega froh, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir auch die Möglichkeit gibst, dich hier zu interviewen, weil ich bin selber heiß darauf, dir ein paar Fragen zu stellen, die sich mir in der Zeit, wo ich dich auch beobachtet habe und mir auch das ein oder andere Webinar von dir angesehen habe, einfach bei mir aufgekommen sind. Und deshalb gib du doch gerne ein kurzes Intro zu dir einfach. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Was hast du davor gemacht? Und das sind bestimmt ein paar Stationen und noch spannende Punkte. Dabei. Ja, Ja. sehr gerne. Ja, ich bin ja in der Online-Marketing-Direktmarketer-Szene seit fast schon 9 oder 10 Jahren jetzt drin. Komme ursprünglich aus dem klassischen Vertrieb, habe 8 oder 10 Jahre Finanzdienstleistung damals gemacht. Also das, was damals die Finanzdienstleistung oder das, was heute Social Media Marketing ist, war halt damals für viele junge Leute der Einstieg in die Finanzdienstleistung. Da habe ich damals angefangen, habe da verkaufen gelernt, Vertrieb gelernt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, eben Vertrieb oder auch verkaufen zu lernen. Hatte da auch eine recht große Organisation mit 1000 Maklern unter mir. Also konnte eben auch schon mit Mitte 20 sehr viel Geld verdienen. Ja, und klassischer Weg. Ich hatte eine Realschule, bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe mir einfach einen Nebenjob damals gesucht, und das war dann eben die Finanzdienstleistung damals. Bin aber auch durch eine harte Unternehmerschule gegangen. Also ich sage mal, ich war zweimal komplett blank in meinem Leben, wo ich nichts mehr bezahlen konnte. Und das hat mich eigentlich so gestärkt, auch um später ja nicht mehr diese Fehler zu machen, die einen wirklich ja an den Rand der Existenz eben bringen. Und alles Learning, und ich sehe das einfach, das ganze Leben ist ein Entwicklungsprozess, eine Persönlichkeit, persönliche Entwicklung. Und da möchten wir die Menschen natürlich auch bei helfen mit den Companies, die wir da heute verwalten. Ja, sehr schön. Danke dir dafür. Also bei uns gibt es ja ebenfalls eine ähnliche Parallele. Und zwar, ich auch nur Realschulabschluss gemacht und dann mit Network Marketing angefangen, nicht mit Finanzdienstleistung. Und deshalb finde ich das auch so spannend, weil ich persönlich, ich betrachte, wenn ich mir die Online-Marketing-Szene mal betrachte, ich nenne sie jetzt einmal mal Szene in dem Sinne, weil sie ja doch noch relativ überschaubar einfach ist. Dann fällt mir immer eine Sache auf, und mich würde interessieren, wie du das siehst, dieses Thema, und zwar, dass man, wenn man es schaffen würde, oder wenn viele von denen, die schon große Erfolge erzielen, ihre 6-, 7-stelligen Umsätze machen, wenn die, sage ich mal, mehr diesen Offline-Touch mit reinbringen würden, den es im Vertrieb einfach gibt, mehr auch das Ganze, hey, man ist nah beim Kunden, man ist nah bei seinem Partner und baut wirklich mit ihm gemeinsam ein Geschäft auf, statt einfach nur zu sagen, hier ist eine Broschüre, hier ist ein Kurs, baller den durch und entweder schaffst du das oder schaffst du das nicht, hätten wir oder hätten diese Leute noch deutlich mehr Erfolg und auch eine, ich glaube auch generell größere Kundenbasis, als einmal nur klassisch online zu machen. Und ich sehe auch gerade eine spannende Entwicklung. Immer mehr Veranstaltungen finden statt, immer mehr Seminarangebot. Würdest du behaupten, beispielsweise, dass das für dich so ein ausschlaggebender Punkt war, dass du so wirklich so Makler warst und einfach mal deine Partner aufgebaut hast, viele Seminare gegeben hast, die dir dabei geholfen haben, noch mehr Erfolg zu erzielen im Online-Bereich? Ja, ich glaube einfach, es gibt so ein paar grundsätzliche Entscheidungen. Erstmal musst du dein steuerndes Motiv kennen. Und wenn jetzt dein steuerndes Motiv ist, einfach nur Freiheit zu erleben, dann kannst du das natürlich auch rein online basiert machen. Geht ja nicht immer jedem um den maximalen Erfolg oder noch mehr Geld zu verdienen, sondern die Menschen haben halt unterschiedliche Ziele. Und der eine sagt, ich mache das aus Freiheit, weil ich die ganze Welt bereisen will. Dafür brauche ich 2000 Euro im Monat. Gut, okay. Und andere sagen, ich habe steuerndes Motiv Soziales, ich möchte mit ganz vielen Menschen zu tun haben, möchte eine Firma aufbauen, wo man sich im Büro trifft, möchte Veranstaltungen durchführen, wo ich mit Menschen begegne. Ich glaube, das ist eher das
das steuernde Motiv eines jeden Einzelnen. Und da finde ich, bin ich dem Internet schon dankbar, dass jeder seine eigene Persönlichkeit da schon ausleben kann. Und deswegen kann der eine das so machen und der andere so. Ja. Klar ist immer, wenn du irgendwann einfach was Größeres schaffen willst, dann brauchst du halt Strukturen, und Strukturen hat immer was mit Menschen zu tun, und dann brauchst du natürlich die Offline-Welt, weil sonst wird das eben ein bisschen schwierig, weil du brauchst ja auch diese Beziehungen, die du dann eben fördern willst, und ich glaube, es hängt immer davon ab, was derjenige persönlich will. Ja. Aber grundsätzlich gebe ich schon recht, ich bin auch der Meinung, dass es, ich werde immer oft gefragt, Entweder-Oder-Beispiele, und ich finde, es gibt kein Entweder-Oder. Das wächst halt alles zusammen. Wir haben die Online-Welt und wir haben die Offline-Welt, und das eine löst das andere nicht ab, sondern es wächst halt zusammen, ja, und vermischt sich miteinander, und deswegen gehen auch einige einfach, machen Online und Offline, und dadurch glaube ich schon, dass man ein größeres Gebilde schaffen kann. Also ja, dann mehr Erfolg halt. Ja, cool. Ja, fand ich spannend, steuerndes Motiv. Was war denn dein steuerndes Motiv damals, als du dich selbstständig gemacht hast, gesagt hast, okay, Nebenjob, Finanzdienstleistung, dann später wurde das ja auch zum Hauptberuf und eben der Wechsel in die Online-Marketing-Welt bzw. Online-Vertrieb? Freiheit. Also bei mir, ja, steuerndes Motiv ist Freiheit. Ich musste auch die Bundeswehr vorzeitig kündigen, weil ich das da nicht ausgehalten habe in den Strukturen. Dann auch meine Anfänge in der Finanzdienstleistung. Ich war zwar selbstständiger Handelsvertreter, aber immer noch in irgendwelchen Strukturen drin. Mhm. Und auch diese Verpflichtung, du musst dann und dann da sein und dann an dem Datum musst du an dem Ort sein. Und das wollte ich alles nicht mehr. Also bei mir ging es wirklich immer darum, wie kann ich meine Freiheit noch weiter erhöhen? Und da war letztendlich das Online-Marketing ist für mich so das, was man praktisch an ultimativer Freiheit eben auch erleben kann. Wir sind ja alle nicht, oder die meisten ja nicht reich geboren, sondern musst dir die Dinge halt erarbeiten. Und ich glaube, deswegen ist Online-Marketing ist einfach ein tolles Feld, um Freiheit zu erleben. Du kannst ja von jedem Ort der Welt aus arbeiten, dein Einkommen ist unbegrenzt. Ja, und das sind, glaube ich, diese Vorteile. Das war mein steuerndes Motiv. Und der andere Grund, wir machen auch viel Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Das ist eher, hat was mit meinen eigenen Themen zu tun. Ich habe mal gehört, jeder studiert das Fach seiner größten Behinderung im Leben. Ja. Und ja, kann man ja im Internet von mir auch lesen. Ich hatte mal eine kurze, aber heftige Drogenphase mit 16, 17. Und da war ich halt psychisch so fertig, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas tun, sonst überlebe ich das Ganze nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen, Therapie, Coaching zu machen, und dadurch auch meine Liebe zum Coaching entstanden, mit 18 Jahren schon. So, und heute haben wir halt eine Coaching-Firma für Persönlichkeitsentwicklung, wo ich eigentlich so die besten Lehrer, die ich im Laufe der Zeit hatte, damit integriert habe. So, und das ist eher so meine persönliche Motivation, weil ich einfach zutiefst daran glaube, dass wir durch Coaching, ja, dass uns Menschen begleiten, schneller vorankommen. Ja, finde ich sehr schön. Cool. Ja, super, super spannend. Ich glaube, das ist, also bei mir ist das ähnlich. Ich merke, wenn ich was Neues kennenlerne, beispielsweise eine neue Therapieform oder sowas, ich habe mal beispielsweise Hypnosetherapie ausprobiert, einfach weil ich neugierig war, weil mir viele davon erzählt haben. Und man merkt dann tatsächlich, was das in einem auslöst, und das spürt man ja nur selber. Dann neige ich oftmals dazu, dieses Gefühl teilen zu wollen mit anderen Leuten. Einfach, wo ich sage, hey, ich möchte auch Strukturen und so einen Rahmen schaffen, um genau das gleiche Leuten ermöglichen zu können oder zumindest einen Einstieg einfacher zu machen. Es gibt halt einfach sehr, sehr effiziente Methoden, um schnell an die Ursache zu kommen und eben auch im Leben schneller voranzukommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so einen Rückblick machst, einfach auf die ganzen Firmen, die du gegründet hast, auf die ganzen Geschäfte, die du aufgebaut hast, auf die Webinare, die du gehalten hast und. Wenn du das jetzt mal auf den Punkt bringen müsstest, was denn tatsächlich... Warte, Moment, Handy bimmelt. Kein Problem. So. Alles klar. Also. Sorry für den kurzen Cut, Freunde. So, jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall, wenn du das jetzt mal runterbrechen müsstest, beispielsweise denn ich oder dein Sohnemann, ne, er fragt dich, Papa, pass mal auf, dieses eine Vehikel, ne, diese eine Möglichkeit, diese eine Sache, welche würdest du nochmal machen, ne, oder welche würdest du jetzt konkret verfolgen,
um wirklich maximal viel Erfolg zu erzielen und dabei auch maximal viel Spaß, Freiheit und so weiter halt auch zu erleben. Was wäre das konkret? Also meinst du eher eine persönliche Eigenschaft oder irgendein Tool? Kann gerne eine Mischung daraus sein. Also einfach ein Konstrukt, ne? Weil du hast ja schon einiges erlebt, gegründet, gemacht. Bestimmt auch, weil du einfach gerne neue Dinge entdeckst, ausprobierst, ne? Und dabei hast du ja auch festgestellt, was fühlt sich am besten an für dich persönlich und womit kannst du persönlich einfach auch den maximalen Erfolg für dich erzielen, den du dir so vorstellst und anstrebst. Ja, also vielleicht mal ein paar so grundlegende Dinge. Erstmal glaube ich, dass wir alle auf diesem Planeten sind, um zu wachsen, um zu lernen, um uns weiterzuentwickeln. Und dann gibt es, glaube ich, da drin ein paar Grundeigenschaften. Ich sage mal, man muss einfach so ein bisschen diese universellen Gesetze einfach verstehen, lernen. Und ein universelles Gesetz zum Beispiel: ohne Ursache keine Wirkung. Also das heißt, du musst halt schon etwas tun und irgendwas in Bewegung setzen, um einfach eine Wirkung zu bekommen, zum Beispiel in Form Erfolg, persönlicher Erfolg, beruflicher Erfolg, wie auch immer. Und dazu gehört eben auch, dass uns das Leben das nicht einfach so schenkt. Also das Leben sagt nicht einfach: hier, jetzt hast du auf einmal ganz viel Erfolg, hier hast du jetzt ganz viel Geld und sagst: ja, vielen Dank, jetzt muss ich ja gar nichts mehr tun. Und das ist meine Erfahrung. Klar kann das immer mal passieren, dass Menschen sowas widerfährt, aber in der Regel ist es ja so, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen durch Widerstände durchgehen, wir müssen unsere eigenen Komfortzonen erweitern, einfach entwickeln. Wir müssen uns entwickeln. Und das ist, mir geht es gar nicht um Online-Marketing, weil wenn du im Online-Marketing erfolgreich bist, dann kannst du auch in allen Lebenslagen erfolgreich sein. Dann funktioniert das, wenn du Immobilien investierst, wenn du, keine Ahnung, einen Handwerksbetrieb aufmachst und überall so Grundeigenschaften, die du brauchst. Ja. Ich finde, wo man das als Unternehmer gut definieren kann, ist halt diese flexible Beharrlichkeit. Du musst halt immer wieder bereit sein, dich zu verändern, neue Dinge auszuprobieren, also diese Flexibilität und Beharrlichkeit, immer wieder dranbleiben, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Das sage ich einfach: du wirst als Unternehmer eigentlich nicht fürs Arbeiten bezahlt, sondern fürs Durchhalten. Und dazu gehört einfach mal auch dazu, dass 5 Projekte nicht klappen, du vielleicht keinen Bock mehr hast und trotzdem morgens wieder aufstehst und sagst: okay, ich versuch's jetzt doch nochmal. Und dann kriegst du halt auch auf den Lucky Shot. Aber das ist so, wo ich merke, das setzt das Leben einfach voraus, dass du durch Widerstände durchgehen musst, wenn du das haben möchtest oder erreichen willst, was einfach, ja, dein innerstes Potenzial ist. So, das ist so das eine, eine Grundeigenschaft. Das andere, wenn man mal Tools nennt, für mich bedeuten zum Beispiel Automatisierung ganz viel, dass ich mich als Persönlichkeit, als Verkäufer multiplizieren kann. Deswegen machen wir viele Auto-Webinare. Das ist für mich ein ganz wichtiges Tool, dass ich versuche, die Wirkung zu erhöhen in vielen Lebensbereichen. Ja, und das sind so einfach ein paar grundlegende Dinge, die ich wichtig finde. Cool, finde ich super zusammengefasst. Ich war einfach nur gespannt auf die Antwort. Das ist etwas, was ich für mich auch feststellen durfte oder konnte, einfach wirklich diese Flexibilität mit an den Tag zu legen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Du hast jetzt erzählt, du selber hast eine Persönlichkeitsentwicklungsfirma aufgebaut, ne, zusammen mit dem Marvin auch. Den durfte ich ja auch schon kennenlernen persönlich auf der Entrepreneur University. Und der hat mich auch mit seiner Ausstrahlung, einfach der Art und Weise, wie er gesprochen hat, was er erzählt hat, extrem begeistert. Die Firma heißt Mindsource, war richtig, ne? Mhm, ja. Richtig, ja. Und was verfolgt ihr bei der Mindsource für ein Konzept? Weil was ich gesehen habe bei Mindsource, ist, dass ihr euch nicht nur darauf fokussiert, Leute auszubilden persönlich, also dass sie die Möglichkeit haben und das Wissen an die Hand bekommen, persönlich zu wachsen, sondern ihr bildet tatsächlich auch Coaches aus in verschiedenen Bereichen. Das heißt, ihr gebt denen auch gleich ein Werkzeug mit an die Hand, wo ihr sagt: pass auf, damit kannst du auch Geld verdienen, damit kannst du auch wirklich ein Business aufbauen. Wie ist denn das Overall-Konzept von Mindsource, sag ich mal, strukturiert? Weil das habe ich so zuvor auch noch nicht gesehen in Deutschland und finde es mega spannend. Also erstmal was Grundlegendes, warum es die Mindsource überhaupt gibt. Weil ich mache ja seit
Vorher habe ich fünf, sechs Jahre Online-Marketing-Coaching gemacht. Und die Mindsource ist entstanden eher aus dem Herzensthema bei mir, weil ich habe mal, glaube ich, zusammengerechnet, ich bin jetzt bei fast 500.000 Euro, die ich bisher für Coaching und sowas ausgegeben habe. Krass. Und mir war immer so ein tiefer Wunsch bei dem Ganzen, das irgendwie weiterzugeben, das einfach mehr Menschen das Wissen an die Hand zu geben. Und dann habe ich ja auch von den Leuten, die mich ausgebildet haben, die sind ja auch Teil der Mindsource. Also das heißt, den besten Lehrer, den ich persönlich kenne, den haben wir damit integriert, der Coaches ausbildet, der Peter Kleilein. Also das war erstmal der Grundgedanke der Mindsource. Und natürlich kommt jetzt dazu dieses gesamte Marketingwissen, weil ich liebe auch Marketing. Also ich liebe es auch zu verkaufen. Mhm. Und deswegen habe ich einfach diese beiden Dinge zusammengebracht. Also die Persönlichkeitsentwicklung, die ich unglaublich wichtig finde im Leben, und das Vertriebs- und Marketingkonzept, alles, was ich auch schon gelernt habe, auch aus der Finanzdienstleistung beispielsweise, fließt jetzt einfach da rein. Und dadurch haben wir einfach ein Konzept geschaffen, wie wir eben Persönlichkeitsentwicklung für viele Menschen zugänglich machen mit diesem Wissen, was da drin ist. Und auf der anderen Seite aber auch ein Empfehlungsmarketing-System mit dem gesamten Marketing-Know-how, was wir haben im Online-Marketing, auch den Menschen zur Verfügung stellen. Also die Menschen können sich entscheiden, will ich nur Persönlichkeitsentwicklung, will ich nur passive Einkommen generieren oder will ich beides zusammen? Und klar, Wunschbild ist natürlich beides zusammen, aber das müssen die Menschen einfach entscheiden, was sie wollen. Und wir möchten einfach diese Power, die in einem Empfehlungsmarketing-System sitzt, einfach nutzen, weil Word of Mouth, so nennen das ja die Amerikaner, ist einfach die stärkste Kraft, dass sich Themen eben weit verbreiten können. Ja, massiv. Ist krass. Also das Spannende ist auch, eben, ich habe ja Network Marketing gemacht für alle die Leute, die das Video hier sehen oder auch den Podcast hören, das wisst ihr ja. Und das Interessante ist einfach zu beobachten, wenn man wirklich ein geniales Produkt hat, also genial im Sinne von, es passt einfach zu Personen, die es empfiehlt, es passt zum Umfeld, in dem sich die Person, sage ich mal, auch umgibt und zu ihren Gewohnheiten. Es passt einfach dazu. Dann ist es für mich genial in dem Sinne. Dann kann wirklich jemand, der zuvor, sage ich mal, ein ganz normales Leben geführt hat, da gab's auch mal die Hochs und Tiefs, aber war im Schnitt ganz normal drauf, dann kannst du wirklich dieser Person dabei helfen, innerhalb kürzester Zeit riesige Sprünge zu machen, persönlich und vom Einkommen und das Leben wirklich komplett auf den Kopf zu stellen und das mit einer einfachen, simplen Sache, und zwar nur ein Produkt zu empfehlen. Das war das, was ich cool fand immer, an Network oder einfach an Empfehlungssystemen. Du musst keine Buchhaltung machen, ja, du musst das Produkt nicht erfinden, du musst da keine Inhalte zu liefern, musst nicht den Kundensupport machen, du machst nichts, außer... Und bei uns musst du da noch nicht mal verkaufen, richtig, weil das übernehmen wir komplett... Da muss es einfach nur empfehlen, ja. Richtig. Das ist ein geiler Punkt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. Und du musst eigentlich nichts machen, außer einfach nur zu empfehlen. Klar, im Network Marketing ist noch ein bisschen komplizierter manchmal. Da hältst du auch noch eine Hotelpräsentation. Da hast du noch ein bisschen, sag ich mal, Schnickschnack, den du drumherum machen musst und so weiter. Aber ist für mich wirklich das simpelste Geschäft überhaupt. Also sogar simpler und einfacher als nur klassisches Affiliate Marketing, weil die Power von passivem Einkommen dazu kommt, weil du dir eine Struktur aufbaust, weil du einfach auch an den Empfehlungen der anderen Leute mitverdienst, die du selber mitempfohlen hast, was ich nicht nur fair finde, sondern auch einfach geil. Es ist einfach genial. Vielleicht kannst du ja auch. Ja, kommt noch was dazu. Also meine Anfangszeit im Online-Marketing war ja bei Xing. Ja. Und da ich ja Direktmarketer bin, habe ich wirklich mit einer Stunde Zeitansatz am Tag, hatte ich dann irgendwie 5, 6 Monate später 15.000 Kontakte auf Xing, kostenlos aufgebaut. Ja. Das war dann ungefähr ein Jahr später bei 150.000 Kontakten das Ganze angelangt. Und das ist ja richtiges Social Media, Direktansprache beispielsweise. Das ist so einfach und so simpel. Und da sage ich, hey Leute, wenn ihr das nur 10 Minuten morgens macht, werdet ihr zwangsläufig damit erfolgreich sein, weil das eben funktioniert, wenn du Menschen direkt über die sozialen Netzwerke ansprichst. Und wenn du dir das anschaust, heute ist mindestens die Hälfte der Bevölkerung auf sozialen Netzwerken.
Und wir wollen da ja auch einen internationalen Rollout mitmachen. Und es ist wirklich einfach heutzutage Menschen zu erreichen. Und das zeige ich den Leuten natürlich auch in Vertriebswebinaren, wie man solche Direktkontakte macht, was einfach sehr, sehr simpel ist. Ja, ja. Ja, das Spannende, also vielleicht kennst du das auch, das ist, ich habe eine E-Mail-Headline, die ich nutze, ganz gerne und die auch super gut funktioniert. Und zwar: Bist du auch von der Schnellwerte-Reich-Krankheit betroffen? Fragezeichen. Weil die Thematik, die jetzt auch immer mehr junge Leute erwischt, ist, dass die wirklich denken, es gibt wirklich dieses eine System, da musst du dann nichts mehr machen. Also wirklich gar nichts mehr machen, weißt du? Du musst niemanden anschreiben, du musst nicht sprechen, du musst dein Gesicht nicht zeigen, du musst gar nichts machen. Klar, das geht bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, mit Affiliate-Marketing, sage ich mal. Da hast du aber, also im klassischen, jetzt nicht im mehrstufigen System, natürlich auch mit einem mehrstufigen System, aber dass die Leute einfach gar nichts machen wollen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du da schon was entdeckt, was, sage ich mal, wirklich so funktioniert, dass du einfach gar nichts mehr machen musst? Du steckst dein Geld rein, letztens wieder Nachricht gekriegt, nee, kennst du ein System? Ich haue 1.000 Euro rein und jemand baut mir eine Downline auf. Sag ich, nee, kenne ich nicht. Ich muss schon selber was machen. Ja, weil ich glaube, einfach gegen das natürliche Prinzip einfach geht, Ursache und Wirkung. Ja. Also das heißt, du musst irgendwo eine Ursache setzen, damit du eine Wirkung bekommst. Ja. Und ich meine, es gibt da so interessante Statistiken, auch bei Lottogewinnern. Bei den Menschen, klar, die haben die Ursache gesetzt, dass sie den Lottoschein ausgefüllt haben. Aber bei ungefähr ist die Quote bei 90-95%, dass alle Lottogewinner 5 Jahre später weniger Geld haben als vorher, vor dem Lottogewinn. Ja. Ja. Und warum ist das jetzt so, dass das bei 95% der Menschen so passiert? Weil ich zutiefst daran glaube, dass unser Unterbewusstsein einfach mit dieser Situation überhaupt nicht klarkommt. Und das siehst du auch oft so, dass wir den Gefühlen unbewusst haben, das gehört uns nicht, das Geld. Dafür habe ich nichts getan. Ja. Und deswegen ist solches Geld auch sehr, sehr schnell wieder weg. Und bei Unternehmern, die das gelernt haben, Ursache, Wirkung einzusetzen, sagen, okay, ja, ich habe ja was für getan, ich habe das erwirtschaftet. Da bleibt das Geld auch länger im Leben, einfach weil man da reingewachsen ist. Man hat sich dieser Situation angenommen, man hat sich da drin entwickelt und einfach dieses, ach, jetzt bin ich reich, das ist meistens Geld, was sehr, sehr flüchtig ist und schnell wieder weg ist. Und deswegen glaube ich einfach zutiefst daran, dass wir eine Ursache setzen müssen, um eine Wirkung zu bekommen. Und klar, du kannst es einfach haben und natürlich gibt es einfache Systeme, um schneller erfolgreich zu werden. Aber irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, musst du auch einen Prozess mit begleiten, eine Ursache setzen und etwas tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Als mir der Marvin eben vom AMS erzählt hat, von euch, das ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her, da hat er mir kurz auf Facebook geschrieben, wir haben telefoniert, weil er einfach mal meine Meinung dazu hören wollte. Und der hat mir das gezeigt, erklärt. Ich habe mir dein Webinar angeguckt. Da war ich persönlich sehr begeistert von. Einfach, weil es das erste Mal wieder ein Empfehlungssystem und Konzept ist, beziehungsweise war, was mich persönlich abgeholt hat. Weil eine Sache, die mich immer massiv gestört hat oder stört, ist, dass du entweder hast du ein Produkt empfohlen, was viel zu überteuert war. Ja, for example, wir sind hier im Hard Rock Hotel und ich darf jetzt bestimmt 10 Euro hier für die Flasche Wasser zahlen, ja, und kann aber am Wasserhahn auch Wasser umsonst haben. Oder ich empfehle 250 Gramm Beutel Protein weiter für 60 Euro, Alter. Das ist doch, ich verstehe das nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Habe ich alles gemacht, auch, dass man meine Hautcreme weiterempfiehlt für 120 Euro, 100 Milliliter die Tube. Und es gibt auch offensichtlich genug Leute, die das tatsächlich kaufen. Oder wenn wir jetzt mal in den Service- und Informationsbereich gehen, ich weiß nicht, inwiefern du da dir mal ein paar, sag ich mal, Empfehlungs- oder Affiliate-Systeme angeguckt hast, wo man denkt, wo du dann Trading-Systeme weiterempfiehlst, ja, oder irgendwelche, guck dir den ganzen Tag Werbung an, Systeme weiterempfiehlst und, was einfach massiv unseriös, schlecht duplizierbar ist und wo kein beständiges Produkt und System dahinter steckt. Weshalb ich davon immer Abstand gehalten habe, weil ich gesagt habe, nee, kann ich nicht mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ich mache meine eigenen Produkte. Aber das war zum ersten Mal etwas, wo ich gesagt habe, das ist etwas, wo krasser Bedarf da ist.
Und das ist etwas, was, und du hast es vorhin kurz den einen Punkt schon erwähnt, was wirklich heftig duplizierbar ist. Sehr krass duplizierbar ist, weil das wirklich ein simpler, einfacher Trichter ist. Ein Weg rein, ein Weg raus. Super simpel. Deshalb würde es mich freuen, wenn du mal kurz dann nochmal einsteigst, wie ihr da drauf gekommen seid. Und dann vielleicht kurz und knapp erklärst, wie das AMS aufgebaut ist als System, mit dem man super simpel und einfach über eine Empfehlung Geld verdienen kann. Okay. Also erstmal die Mindsource haben wir ja schon länger, seit 2-3 Jahren, wo wir Coachings, E-Learning-Themen eben anbieten. Und irgendwie war bei mir immer, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte gerne noch mehr Menschen erreichen, mehr Menschen erreichen, weil das Internet das vom Potenzial einfach hergibt. Und ich weiß noch, ich mache ja sehr gerne Reisen und wir waren noch jetzt mit mehreren Leuten in der Karibik auf dem Katamaran eine Woche. War ganz, ganz tolles Erlebnis, auf dem Meer zu sein eine Woche. Und dann weiß ich aber, ich habe irgendwann mal gehört, Silvester sollte man sich mal Sandbars anschauen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir halt jetzt darüber. War eine fünfstündiger Turn. Habe mich dann auch hingelegt und auf einmal wurde es dann ganz unruhig an Deck. So, Marcel, komm hoch, komm hoch. Naja, dann komme ich an Deck und sehe eigentlich, ich glaube, 100 bis 150 Megajachten um mich herum. Von den ganzen IT-Milliardären, von den ganzen russischen Oligarchen. Und als, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. War natürlich sehr beeindruckend, ist natürlich jetzt auch sehr materiell, das Ganze. Aber wir waren dann wirklich 3 Tage da vor Anker und da war wirklich eine krasse Energie dort in Sandbars, weil einfach so viel Reichtum, auf, also ich habe mal hochgerechnet, das müssen hunderte von Milliarden an Umsatz sein, was dahinter steckt. Und ich saß da wirklich 3 Tage und ich habe mal gelernt im Leben, du sollst nie sagen, das kann ich mir nicht leisten, weil dann macht dein Unterbewusstsein zu und sagt, okay. Du sollst dir immer sagen, wenn du Dinge siehst, wie komme ich dahin, wie kann ich mir das leisten beispielsweise. Naja, und dann waren wir halt 3 Tage da vor Ort in Sandbars und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, wie könnte man da hinkommen, wie kann man so eine große Wirkung auch erreichen im Leben. Und am 3. Tag hatte ich es dann, war dann wieder wie so ein Einfall, wie eine Idee, du brauchst einfach ein großes Empfehlungsmarketing-System und habe dann die ganzen Komponenten zusammengebracht. Wir sind im absoluten Wachstumsmarkt E-Learning. Wir sind im Wachstumsmarkt Persönlichkeitsentwicklung. Menschen wollen sich weiterentwickeln. Das ist ein Jahrhundertthema oder Jahrtausendthema. Also das heißt, wir haben erstmal den Wachstumsmarkt E-Learning, wir haben den Wachstumsmarkt Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben fast 3 Milliarden Menschen in sozialen Netzwerken, die wir mit einem Mausklick erreichen können. Und da habe ich gedacht, okay, was ist das stärkste System, was es auf der Welt gibt, ist Empfehlungsmarketing. Und dann haben wir das eben zusammengebracht. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite von den Inhalten her, der E-Learning-Plattform, die besten Coaches. Also das machen wir nicht selber. Das sind auch nicht alles meine Ergüsse, sondern ja, wir holen uns halt Top-Coaches, die in dem Bereich top sind, Unternehmertum, Coaching, persönliche Weiterentwicklung, Ziele erreichen, Beziehungen managen, alles das, was die Menschen einfach bewegt. Und das ist der Inhalt, also Top-Inhalt. Und auf der anderen Seite eben dieses Empfehlungsmarketing, wo man das eben weiterempfehlen kann. Und ich glaube, der Schlüssel in dem Ganzen ist, wir haben ja keine physischen Waren. Wir haben nichts, was wir verschicken müssen. Wir haben keine Logistik, wir haben keine Lagerhaltung. Somit können wir halt sehr hohe Vergütung zahlen auf die Empfehlungsbasis. Und die Auslieferung über digitale Inhalte, über E-Learning ist natürlich perfekt. Und dass wir das zusammenbringen, ist, dass wir sagen, okay, wir haben ja im Prinzip alles digitalisiert. Also muss der Partner, der Empfehlungspartner nur das System weiterempfehlen. In der Regel machen wir das über automatisierte Online-Seminare, wo ich dann das System auch erkläre den Leuten. Das heißt, das muss nur weiterempfohlen werden und alles andere, also das heißt, ich mache das Online-Seminar und dahinter kommt ein ganzer Onboarding-Prozess mit Telesales beispielsweise, was wir alles zur Verfügung stellen. Geil. Ja. So, dadurch muss uns nur weiterempfehlen und unsere Idealvorstellung ist, nutzt diese Top-Inhalte, die man natürlich selber nutzen sollte in der Weiterentwicklung, empfiehlt das weiter und wir machen den ganzen Prozess dahinter und du kannst du einfach ein sehr, sehr großes passives Einkommen aufbauen.
Ja, genial. Da wird das tatsächlich mal zur Realität, arbeite mit mir zusammen, ja. Also, das ist schon cool. Genau, wir machen halt auch viele Vertriebswebinare dann da drin. Ja. Was natürlich ein großer Vorteil ist für die Leute, die da mitmachen, die kriegen unser gesamtes Online-Marketing-Know-how for free. Ja, das ist krass. Also, eben, ihr verkauft ja normalerweise ganze Programme, die über mehrere Wochen gehen, für 1.000 Euro aufwärts, 2.000, 5.000, bis zum Limit nach oben gibt es nicht. Genau, und das kann man sich ja komplett for free erarbeiten. Ne? Also, Genau, das zeigen wir halt. Wir wollen ja auch die Leute, die das aktiv weiterempfehlen, unterstützen. genau. Und da wird mit Sicherheit der eine oder andere sagen: Okay, ich möchte das jetzt noch ein bisschen größer aufbauen. Ich möchte, keine Ahnung, ich möchte mir eine große eigene Zielgruppe aufbauen von E-Mail-Adressen oder in Social Media, über ein Ja. Kontaktnetzwerk. Wie muss ich das tun? Und da helfen wir dann weiter. Ja, krass. Wie gesagt, begeistert mich extrem für alle Leute, die, sag ich mal, bis hierhin jetzt zugehört haben. Ich konnte den Marcel schon vorher überzeugen davon, mit mir gemeinsam mal genau so ein Webinar zu halten. Das heißt, Marcel und ich werden live am 25.06. ist das, ne, um 19 Uhr. Ist ein Dienstag, wenn ich mich richtig entsinne. Werden wir zusammen eine Online-Schulung machen, wo Marcel einmal komplett das System, das AMS-System erklärt. Das heißt, wenn du schon immer mal passiv Geld verdienen wolltest und wirklich nur ein simples System nutzt, wo du auf ein Webinar einlädst, Marcel komplett alles erklärt, verkauft und hinten dran heraus ein komplettes Telesales-Team ist, dass du nicht mal bezahlen musst, nicht schulen musst, du musst nichts machen, die dann dafür sorgen, dass deine Kontakte, die Interesse haben, das Produkt zu nutzen, das Programm zu nutzen, abschließen und du direkt Geld verdienst und gleichzeitig die Möglichkeit nutzen möchtest, natürlich dir eine Menge Know-how zu erarbeiten und gleichzeitig schon zu sichern von Anfang an, dann klick unten drauf, trag dich ein, kostenlos beim Podcast in den Shownotes, bei YouTube findest du es in der Beschreibung. Und dann kannst du dir das mal konkreter angucken. Ich wollte das hier mal einfach unterstreichen von Anfang an, weil mich persönlich das echt begeistert. Also mich hat lange, lange nicht mehr etwas so sehr begeistert wie dieses System. Die nächste Sache, die mich extrem begeistert, zu der würde ich dich gleich im Anschluss ein bisschen ausfragen, und zwar eben mehr dieses Thema Hochpreis-Marketing slash Agentur-Beratungsgeschäft. Aber für alle anderen Leute, ihr findet den Link unten. Das wird live stattfinden. Marcel und ich werden uns die Zeit nehmen, auch eure Fragen zu beantworten und das mal konkreter zu beleuchten. Und für mich der absolut wichtigste Punkt, das ist absolut Ground Zero, absolut Tag, noch nicht mal Tag 1, ja, das ganze Thema, das ist hier Pre-Launch-Phase, das Ganze. Und jeder, der Ahnung hat von Vertrieb, Ahnung hat von Empfehlungssystem, der weiß ganz genau, man ist besser von Anfang an dabei, weil solche Dinger gehen ratzfatz durch die Decke und dann denkst du dir, Halleluja, warum habe ich es nicht sofort gemacht? Und sich zumindest mal zu informieren, ist ja eh komplett for free. Genau. Es ist einfach eine sehr große Chance und das rate ich auch jedem, einfach mal diese Stunde zu investieren in seine Zeit. Und da werden schon so viele Themen sein, die aber auch einfach nochmal zum Nachdenken anregen, inspirieren in anderen Lebensbereichen. Wird auf jeden Fall ein tolles Online-Event. Definitiv, ich freue mich darauf. Marcel, zweites Thema, was mich extrem begeistert, ist ja, ich habe ja dich tatsächlich über deinen Geschäftspartner und Freund Bent kennengelernt. Ja, also, beziehungsweise Bent hat immer wieder von dir erzählt und was ihr macht und wie viel er auch von dir lernt und mitnimmt und wie dankbar er einfach auch dafür ist, dass er mit dir zusammenarbeitet und halt diese, sag mal, die Klassiker-Story, die Kurzfassung davon, dass er keinen Bock mehr auf Online-Marketing hatte und du ihn angerufen hast und gesagt hast, hey, lass noch mal durchstarten, und er gesagt hat, wenn, dann mit dir. Und das war dann war da immer so der mysteriöse Marcel im Hintergrund. Ich so, oh, der Marcel, okay, wenn der so einen Einfluss auf Ben hat, ja, wenn der den Ben so motiviert kriegt, den muss ich dann auch mal sprechen. Da habe ich dann mega, mega Lust drauf. Und ihr habt dann ja zusammen gestartet und hast gesagt, hey, seid ihr dann gestartet mit, wir machen jetzt einen High-Price-Funnel, verkaufen ein Hochpreis-Produkt? Oder seid ihr gestartet mit, nee, lasst uns jetzt mal klassisch Beratung und Dienstleistung für Unternehmen machen? Also wie war da die Reihenfolge? Die habe ich nicht ganz im Kopf. Nee, es war einfach so, durch, ich,
ich bin ja jetzt nicht so ein Einzelcoach, will ich mal sagen, ja, sondern ich mag halt gerne mit größeren Gruppen arbeiten. Aber es war halt immer so, dass eine oder andere Anfrage reinkam per E-Mail. Hallo Marcel, kann man nicht mal telefonieren? Hab hier ein Projekt, kannst du uns dabei nicht helfen? Dann habe ich immer gesagt, nee, muss mein großes, ganzes Webinar kaufen, Training, wie auch immer. Und dann habe ich zu Ben gesagt, ja, wir wissen eigentlich noch nicht, was wir so zusammen machen können. Und habe dann gesagt, okay, lass uns doch mal mit den Leuten telefonieren. Du telefonierst mit denen und eine Art Consulting-Geschäft damit machen, eine Beratung zu machen. Und so haben wir dann angefangen und der erste Kunde haben wir gesagt, gut, was nehmen wir für ein Einzelcoaching? Ja, nehmen wir mal 3.000 Euro. So, das heißt, wir haben mit 3.000 Euro angefangen, aber irgendwie gemerkt, da ist irgendwie noch mehr Potenzial drin. Und wir haben einfach getestet, wir haben Preise getestet am Telefon. Das Schöne ist ja bei der Methode, es gibt keine Preise im Netz. Du bist halt nicht vergleichbar, sondern das findet alles am Telefon statt. Und am Telefon ist einfach eine unglaublich große Beziehung zu Menschen da. Deswegen nutzen wir das ja auch bei der Mindsource mit dem Telefon, weil die Beziehung da am größten ist. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir mal beim nächsten 6.000 Euro. Dann hat der nächste auch gekauft, ohne zu zucken. Und dann haben wir gesagt, gut, dann zum Schluss gehen wir bis 25.000 Euro hoch und das haben auch welche gekauft. Und im Schnitt haben wir jetzt pro Beratungsauftrag so 12.000 Euro. Was am meisten eben gebucht wird. Und das sind einfach Unternehmer, die das kennen, solche Preise. Für die ist das ganz normal, da solche Summen zu investieren und einfach wissen wollen, wie sie Online-Marketing einsetzen sollen. So, und so kam dieses Geschäft zustande. Und dann haben wir das natürlich erweitert. Ich bin dann in die USA geflogen. Da ging es dann über... Bei dem Barroom, ne? Genau, im Warroom, da ging es dann auch 2 Tage lang über High-Price-Strategien und dann haben wir gesagt, gut, dann setzen wir das doch überall ein, haben dann ein richtiges System draus gemacht und das hat dann wirklich gesorgt, dass der Umsatz in diesem Coaching-Geschäft sich ungefähr verdreifacht hat. Ja, also jenseits von 1 Million dann auch pro Jahr, ne? Genau, also wir waren jetzt so bei 3 Millionen sind wir jetzt gewesen. Krass, cool. Und das allein nur mit. Aber es ist halt alles, ja, ist immer schöne Zahlen, auch die anderen Marketer, ja, manche haben ja auch ein paar Millionen an Umsatz. Es geht ja immer letztendlich noch um den Gewinn und das sind ja alle schöne Zahlen. Klar, so tendenziell beim E-Learning oder Coaching höhere Gewinnmargen, aber es ist nicht so, dass man da 80% oder 50% auf die Seite legen kann. Muss schon immer wieder investieren. Ja, logisch, ne? Also das Thema Facebook Ads dann auch und so, ja. Krass. Und ihr habt dann ja für euch erstmal die Smart A aufgebaut, also die Smart Agency, ne, wo ihr eure Beratungsdienstleistung angeboten habt. Und wie war, mich interessiert das persönlich, weil das ist für mich eines meiner Kerngeschäfte, ne, Online-Marketing bzw. Social-Media-Beratung und Umsetzung, bei mir mehr auf das Thema Social-Media als tatsächlich klassisches Online-Marketing. Und mich würde einfach interessieren, habt ihr ausschließlich über SOG gearbeitet? Also das heißt, dass ihr einfach Anfragen reinkamen über die verschiedensten Kanäle, weil ihr überall Marketing gemacht habt? Oder habt ihr tatsächlich euer Beratungsgeschäft und auch Dienstleistungsgeschäft auch, habt ihr da aktiv Akquise betrieben? Welche Strategie habt ihr verfolgt, um dementsprechend auch, sag ich mal, genau die Unternehmer ans Telefon zu kriegen oder ins Bewerbungsformular, die dann bei 12.000 nicht zucken? Ja, also wir schalten immer so einen Fragebogen davor. Du kannst anhand der Antworten schon eine Tendenz sehen. Und wenn derjenige da nicht in der Lage ist zu investieren, das kriegst du auch innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten schon am Telefon raus. Also das sind dann auch kurze Gespräche. Oder du filterst halt aus. Ja. Dieses Consulting-Geschäft, weil es ja an Band auch hing, dieses Beratungsthema oder immer noch, ist halt eher individuell. Also es ist kein skaliertes Business. Und da haben wir wirklich nur mit SOG gearbeitet. Ja. Aber wir haben auch dieses Beratungsgeschäft, wie wir es aufgezogen haben über diese Agency, das haben wir dann schon digitalisiert und ein Training draus gemacht, ein Online-Training, ja, wo wir einfach Menschen zeigen, wie man sich eine eigene Agentur aufbaut, weil wir das ja eben, das ist immer bei uns so, wir machen erst die Praxis, gucken, wie es funktioniert, wie man es machen muss und dann machen wir meistens ein digitales Coaching-Produkt draus. Und wenn wir ein digitales Coaching-Produkt draus machen, dann investieren wir auch massiv in Facebook-Werbung und in Affiliate-Aktionen oder eigene E-Mail-Listen, die wir ja haben.
Das ist immer so der Weg. Und jetzt haben wir mit der Smart A eine eigene GmbH gegründet, wo wir auch einen Geschäftsführer haben, den Matthias Niemek. Und da gehen wir jetzt richtig in strukturierte Dienstleistungsaufträge, dass wir die auch darüber abwickeln. Das ja, ist also cool. Der nächste Step. Das ist super. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du und Ben, beziehungsweise auch mit Marvin, dass ihr da zusammensitzt und oftmals bestimmt auch so den Gedanken habt, Wahnsinn, wie viel Potenzial eigentlich, sage ich mal, noch da liegt, wenn man so sieht, was man aufgebaut hat, sich das anguckt, denkt, geil, aber dann versteht man erst so, oh Wahnsinn, wir könnten ja noch viel mehr. Na? Kommt das bei euch? Ja, es ist halt immer die Frage, was du willst. Ich liebe ja dieses Pareto-Prinzip, das sagt, du wirst mit 20% deines Einsatzes 80% deiner Ergebnisse haben. Und ich schaue wirklich darauf, dass wir jetzt nicht viermal mehr Aufwand betreiben, um noch irgendwie noch mal mehr Umsatz reinzuholen, sondern eigentlich ist bei uns immer 80% Spaß und 20% Business. Ja, cool. Ich glaube, deswegen haben wir auch alle Bock drauf und deswegen sagt auch einer wie Ben, das ist jetzt für mich auch mein richtiges Business, weil ich einfach, weil der Spaß und die Freiheit im Vordergrund steht und nicht, wie erreiche ich jetzt die nächste Umsatzhürde? Weil man muss auch immer sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen, kannst halt nichts mitnehmen irgendwann und du hast dann nur noch deine Erlebnisse und die sind in meiner Welt, sage ich, Erlebnisse sollten mit Freude gepaart sein und nicht so viel mit Stress, Ängsten oder Anstrengungen. Und da muss halt, glaube ich, diese Waage ist einfach wichtig, zwischen Business und Spaß zu haben. Dass man auch ein angenehmes Leben hat. Ja, ich habe ja auch viele sehr junge Zuhörer im Sinne von, sind 18 aufwärts, starten gerade ihr Geschäft, kommen gerade vielleicht, haben ihr Abi fertig gemacht, überlegen jetzt Ausbildung, eigenes Geschäft oder Studium. Und du hast gerade einen super guten Punkt genannt, den ich für mich gerade dabei bin, mehr und mehr zu erkennen und zu meistern. Und zwar halt einfach mal auch ein bisschen entspannter zu sein, einfach ein bisschen mehr zu relaxen, nicht alles mit so viel, eben den Punkt viermal mehr Aufwand, dabei hast du aber nur vielleicht zweimal mehr Umsatz und so weiter. Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen oder war die schon von Anfang an da und was würdest du vor allem Leuten, die gerade, sage ich mal, in diesem ein hohes Stresslevel einfach haben, weil sie sich sehr viel Kopf machen, weil sie auf Social Media tausende Videos sehen, wo jeder sagt, du musst den ganzen Tag hustlen, du darfst keine Party mehr machen, du darfst nicht mehr in Urlaub gehen und denken, oh Gott, wie soll das alles klappen, kurz vorm Burnout stehen, was würdest du da raten, beziehungsweise was ist da so dein Ansatz? Naja, das ist ja, die meisten ja dann durch Angst getrieben. Sie sagen, ja, wenn ich das jetzt nicht mitmache oder wenn ich dieses Business jetzt nicht aufbaue, dann kommt nichts weiter mehr. Und es gibt einen schönen Satz von Warren Buffett, laufe nie einer verpassten Chance hinterher, weil an der nächsten Ecke wartet schon die nächste. Man kann davon ausgehen, wenn man ein bisschen offen ist und mit Menschen redet, das geht das ganze Leben lang so. Kommt immer wieder was Neues, weil andere wieder was entwickelt haben und so weiter. Deswegen, das muss man, also Wissen hilft gegen Ängste. Das heißt, du musst dir einfach mehr Wissen aufbauen und sagen, okay, wie funktioniert denn das Leben überhaupt? Muss ich jetzt alles in sehr kurzer Zeit erreicht haben? Und gibt ja inzwischen auch durchs Internet, durch die sozialen Netzwerke sehr junge, sehr erfolgreiche Leute. So, und dann sind die gleich mit 25, haben die so viel Erfolg und Geld verdient. Ja, aber du lebst ja noch 60 Jahre. Also ich habe das bei mir gemerkt, du wirst für alles im Leben immer einen Preis bezahlen. Gibt nichts ohne Preis. Und ich habe das bei mir gemerkt, ich wollte auch schnell erfolgreich sein und hatte dann mit 26 meinen Sportwagen und sechsstelliges Einkommen und alles. Und da habe ich gedacht, ja scheiße, was machst du denn jetzt noch den Rest deines Lebens? Du hast ja schon einen Großteil erreicht. Und dann habe ich gemerkt, mir wurde langweilig und diese Langeweile nimmt halt eben auch depressive Züge an. Also ich habe gesagt, ja gut, wofür denn noch? Ja. Und dann brauchst du, glaube ich, eine intrinsistische Motivation, dass du etwas Inneres in dir findest und sagst, okay, ich muss etwas finden, was größer ist als ich selbst, dass du dich eben neu motivieren kannst. Und deswegen sage ich einfach jedem, versuche ich immer zu sagen, sei geduldig, geh da langsam ran, Schritt für Schritt, genieß das Leben dabei, mach tolle Erfahrungen, ja, weil, was spricht denn dagegen? Du musst ja jetzt nicht in 3 Jahren erfolgreich werden, reicht auch, wenn du 20 Jahre brauchst, um erfolgreich zu sein.
Ja, dann hast du immer noch genug Zeit, das mehr zu genießen, also das, was du dann mehr generierst. Und das, was ich, das merke ich halt, viele sind halt getrieben, ganz schnell Erfolg, aber da wird auch ein Preis für kommen, den man dafür zahlen muss, wenn man nämlich ganz schnell und ganz früh Erfolg hat. Ja. Weil du brauchst dann ein neues Ziel, eine neue Motivation und die hat dann nichts mehr mit Materiellen zu tun, weil das hast du dann ja erfüllt irgendwie. Ja. So, und dann kann es nur etwas Größeres werden, was dich da motiviert. Ja, krass. Also bei das mir ist halt Arbeit. Ja, bei mir tun sich noch mehr spannende Fragen auf. Wir haben tatsächlich aber auch nicht mehr allzu lange. Du musst ja auch bald weiter. Fand ich einen super, super guten Ansatz, abschließenden Tipp dafür. Jetzt, was mich tatsächlich noch interessieren würde, auch wenn das jetzt das hat auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, geht aber wieder ein bisschen zurück in die Marketingrichtung. Ich habe auch viele Leute, die zuhören, die Facebook Ads für sich nutzen, Facebook Ads für ihre Kunden nutzen und. Und da kommt dann immer wieder auch das Thema, dass die Leute anfangen, dass sie Angst kriegen, wenn es um höhere Summen geht beim Spending, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass sie auch oftmals, sage ich mal, keinen vernünftigen Ansatz haben, wie sie das strukturiert tatsächlich aufbauen, auch nachher die Facebook-Ads und so weiter, um langfristigen Erfolg zu haben. Und deshalb würde mich interessieren beispielsweise, wo bildest du dich konkret weiter zum Thema Marketing? Klar, War Room haben wir schon gehört, da kommt leider nicht jeder rein von euch. Ich habe mir auch schon mal das Bewerbungsformular von denen angeguckt, das hat es auf jeden Fall in sich. Wo bildest du dich weiter zu den Marketing-Themen einfach und mit welchem Mindset, mit welchem Ansatz gehst du ran, wenn du sagst, wir haben jetzt einen Launch, wir planen Budget X ein, 5-6-stellig, wie auch immer. Wie gehst denn du da konkret ran? Hast du da überhaupt noch den Gedanken, das kann floppen? Oder das sagst du, floppt auch immer mal wieder. Ja? Also, ja, gehört ja dazu. Ich glaube, das hast du recht, das ist Mindset, das ist Persönlichkeitsentwicklung, weil du musst halt, wenn man mal schaut, was ist denn Geld? Geld ist einfach nur eine Energie, das ist ein Rohstoff. Kannst du ihn nutzen oder auch nicht. So, was wir Menschen jetzt anfangen ist, wir nehmen das Geld und projizieren da alles rein, was wir haben. Unsere Ängste, Sehnsüchte, unsere Gier. Aber das Geld an sich sagt, mir ist das alles scheißegal, mach doch mit mir, was du willst. So, also das heißt, wenn du in diesem Bereich dich weiterentwickeln willst, musst du dich einfach viel mit dir selber beschäftigen. So, und bei Spending sehe ich das einfach bei Facebook-Werbung. Du musst halt einfach auch das Mindset entwickeln, Geld loslassen zu können. Einfach auch es gehen lassen zu können. Zu investieren und zu sagen, okay, ich kaufe mir damit jetzt einfach eine neue Erfahrung. Und wenn das Geld dann auch mal weg ist, ja, dann hast du einfach die Erfahrung gemacht, wie es ist, einmal einen falschen Weg zu gehen. Das finde ich eben ganz wichtig im Learning, einfach dieses Loslassen, weil es kommt sowieso immer wieder, es ist wie ein Kreislauf. Ich sage mal, Geld ist wie Atmen. Atmest aus, dann gibst du was weg, dann atmest du ein, dann kommt wieder was wieder. Und das ist eher dann die persönliche Einstellung. So, und bei Launches sagen wir investieren Summe X, dann ist das der Deal, dann machen wir das auch. Also es ist wie eine Vereinbarung, die du dann auch triffst. So, und im Marketing, ich habe es mir abgewöhnt, zu sagen, ich verpasse irgendwas. So, und ich habe mir wirklich cool. Diese Einstellung, weil ich kommuniziere viel mit meinem Unterbewusstsein oder Intuitionstraining, wie auch immer. Ich sage mir immer wieder, die richtigen Dinge werden schon zur richtigen Zeit zu mir kommen. Einfach ein Urvertrauen. Und auch mit dem Hochpreis-Coaching, das ist alles intuitiv entstanden. Da ist nichts geplant. Dann gehe ich mal wieder auf ein Meeting. Dann kommt zur richtigen Zeit die richtige Person und gibt mir die richtige Information. Und dann sage ich wieder, hey, cool, funktioniert ja. Wie dieses Parkplatz wünschen. Ja. Funktioniert ja auch, wenn man das Urvertrauen da drin hat. Und so gehe ich mit Marketing-Themen um. Ich sage, das Richtige wird schon kommen. Und dann in der Zeit, bevor das Richtige kommt, mache ich erstmal meinen ganz normalen Kram, der halt funktioniert. Ja, ja. Wie, wenn du mal zurückguckst, hattest du schon immer dieses Urvertrauen in dich gehabt und, sage ich mal, ins Universum oder wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt vorhanden? Alles durch diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Also da waren, es war halt Hypnotherapie mit drin, wir haben Familienaufstellungen gemacht,
Urvertrauen ist zum Beispiel viel die weibliche Linie in jedem von uns drin. Da waren halt Defizite und das habe ich dann eben durch dieses Coaching aufgelöst, diese weibliche Energie, die in uns drin ist. Und dann kriegst du vom Gefühl her einfach schon, sagst, hey, ist alles in Ordnung, alles, was ich erfahre, ist mir dienlich, soll mich weiterbringen. So, und dann brauchst du halt diese männliche Energie, die halt steht für Ziele erreichen, erfolgreich sein. So, und da hat jeder mal mehr oder weniger Defizite von uns und daran kann man eben arbeiten, diese Dinge aufzulösen und dann gehen die Dinge halt einfacher. Und das machen wir zum Beispiel bei der Mindsource. Ja, sehr cool, perfekt. Dann danke ich dir vielmals, Marcel, für das Interview und das spannende Gespräch. Gerne wieder an alle, die zugehört haben, die das ebenfalls spannend fanden. Als allererstes macht ihr Folgendes. Ich habe einen einzigen Link in der Beschreibung unten drin. Da tragt ihr euch ein. Dann sehen wir uns gemeinsam mit dem Marcel am 25.06. um 19 Uhr live, wo wir genau über diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen sprechen und vor allem die große Chance und der riesige Trend dahinter für dich, um damit entweder ein Nebeneinkommen oder ein Zusatzeinkommen aufzubauen und für den einen oder anderen von euch, die das Urvertrauen in sich haben, dass was Großes geschehen wird, damit sogar auch deutlich mehr passieren kann. Ich freue mich darauf, euch da einzuladen und danach schreibt doch gerne dem Marcel auf Instagram, schreibt doch auch gerne mir, was euch am besten gefallen hat und welche Themen ihr euch vielleicht noch wünscht, worauf wir vielleicht nochmal konkreter eingehen können, dürfen, sollen und dann gibt es eventuell sogar einen Teil 2, wo wir das dann genauso machen. Möchtest du noch was abschließend sagen? Ja, ich habe immer so einen Leitsatz, den habe ich damals mit Anfang 20 im Vertrieb kennengelernt und der sagt eigentlich immer alles aus. Wer etwas weiß, der kann noch nichts, doch auch Können bewirkt noch nichts. Erst das Tun verändert die Welt. Und sehr cool. Schöner Abschlusssatz. Danke dir dafür. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Anschauen, für die, die zugehört haben. Ihr könnt das Ganze auch auf YouTube hier sehen. Ich wünsche euch was und wir hören bzw. sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald, euer Nick. Ciao. Dankeschön.